Ich möchte mich bei diesem Einsatz nochmal dran machen, die Schwellenkanten hier braun zu streichen. Lass mal den Pinsel vom Wasser befreien. Und ich stelle mit Erschrecken fest, dass die Kanten einen zweiten Anstrich brauchen. Der muss zum Glück nicht so stark sein wie der erste, aber gebraucht wird er. So, und wenn ich die schon anstreiche, dann kann ich natürlich auch die Laderampen gleich mal versuchen anzumalen. Aber dazu brauche ich wohl noch ein bisschen mehr Farbe. Da hat sich noch eine Schwellenkante angefunden. So, wir kommen wieder ins Wasserbad. Was ich jetzt habe, ist der Pinsel für die Rostfarbe, aber der ist so verknickt, dass da nichts mehr geht. Muss ich mal einen anderen holen. Oh.
habe ich die Rostfarbe. Diese Rostfarbe muss natürlich auf die Schienenabschnitte, damit die auch schön verrostet aussehen. Okay. Das machen wir mal besser wieder zu. Der Pinsel kommt ins Wasser. Jetzt kann ich nach all diesem fiesen Stress noch etwas schottern. Da muss noch ein bisschen Sand hin. Noch ein Wasser.
Und weiter geht's dann erst beim nächsten Mal.